Willkommen zurück zu Let's Play WoW bei Bürgerm-LP. Ja, unser Hordejäger, es geht direkt weiter. So, das müssen wir nehmen, die Geisterreste. Okay, ihr wisst es ja, wir waren in der letzten Folge, haben wir hier schon weiter gequestet. Und jetzt geht unser Abenteuer weiter. Wir brauchen das Kraut. Wir kämpfen uns zu den nächsten Kraut und zu den Sternmob als nächstes. Ja, wo war ich? Wir haben uns wieder durch Nazir gekämpft. Das ist das Land, wo in dem wir gerade sind. Ihr wisst es ja seit nach ein paar Folgen. Wir sind immer noch nicht 120, aber wir haben ja noch Zeit. Wir machen das alles ganz entspannt und ganz in Ruhe. Wir lassen uns auch nicht stressen. Wir geben zwar ein bisschen Gas, pullen ein bisschen mehr. Aber ansonsten, ihr wisst es, wir gehen hier, wir machen alles, alle Questen machen wir in einem Land, dass wir später das nicht mehr so wirklich brauchen. Lassen wir nicht nochmal da eine Aufgabe finden und da, das hatte ich bisher immer in jedem Atom immer schnell durchgewascht. Dann hast du mal da noch eine Aufgabe, da eine Aufgabe und deswegen machen wir das diesmal. Das Land komplett, wenn wir eine sehen, ist egal, ob sie zur Storyline gehört oder nicht, wir machen sie. Dass wir später nur noch die World-Questen haben und die Instanzen. Berufe, werden wir mal gucken. Alles, was auf uns so noch wartet. Aber jetzt wartet erstmal auf uns der Sternmob. Wo ist der? Da. So, was ist denn das für eine Leichenbringerin? Ach, nee. Mei. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Machen wir mal die Leichen erstmal tot. So, zack. Ich brauche ein Ziel. Wo ist er denn jetzt hin? Wo ist er denn jetzt hin? Ich habe kein Ziel. Und da ist auch noch eine Kiste und hier müssen wir auch was machen. Sehr schön. Oh, das ist auch so eine richtige Totenbeschwörerin, ne? Na kommt hier. Sehr schön, ein bisschen Macht und eine Kette. Die ist sogar besser als unsere. Die können wir glatt mal anziehen, hat sich gelohnt. So, da oben ist eine Kiste. Hier vorne ist was wir machen müssen, genau. Hier ist ein Kraut, das nehmen wir mit. Dann werden wir dich erledigen. Zack. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Dich habe ich gar nicht gesehen. Na komm, das ist auch kein Problem. Ein einziger für uns. Tiere, die machen das schon. Wir kommen so lange schon in die Geisterwelt. Die alte Version. So, aber das. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, dann ist da oben eine Kiste. Schon wieder ein Sternmob. Erstmal das Kraut. Erstmal das Kraut. Aber dann gucken wir, was hier drin ist. Hier ist die Kiste. Und auch ein bisschen Erz. Sehr schön. Dann gucken wir, was in der Kiste ist. Nicht viel, aber Erfahrungspunkte. Oh, ihr seht, das ist jede Menge. So, da oben ist gleich noch eine Kiste, aber erstmal nehmen wir das Kraut mit. So, und dann gucken wir mal da oben. Oh, das holen wir uns gleich. Wir gucken erstmal, was hier noch so ist. So, komm. Was immer das auch ist, das töten wir als erstes jetzt mal schnell. Und hier ist die Kiste, die kann ich ja so lange mal öffnen. Sehr schön. So. Nehmen wir mal einen Pock. Da kratze ich mich und der beschießt mich gleich. Kommt der da hinten noch an, ne? Komm her, wir müssen mal ein bisschen schneller machen. Der sieht auch nicht so nett aus, der da hinten kommt. Na, er geht schon wieder weg. Gott sei Dank. Wie heißt der Urku? Der Gebundene. Ach ja,
du bist hier so gebunden, ne? Ich brauche ein Ziel. Besiegt, auch 6000 Erfahrungspunkte, sehr schön, ein bisschen Macht. Die braucht man immer. So, dann gehen wir die Aufgabe mal weitermachen. So, wie, was brauchen wir noch? Wie viel Knochen? Da hinten ist auch noch einer, ne? Ein Sternmob. Ist er immer noch da? Oder auch nicht? Ah, vielleicht kommen wir nachher später nochmal hin. Nein, gegen dich wollen wir nicht kaufen. Wir brauchen noch Knochen. Knochen brauchen wir noch. Verfluchte Knochen. Kriegen wir von euch. Zack. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Dann metzeln wir uns hier durch. Sehr schön. Ich habe kein Ziel. Da oben laufen ganz viele Knochen. Mal gucken, wie ihr uns bringt hier. Ich muss zuerst etwas anvisieren. 5. Hier sieht sehr knochig aus. Hier müssen wir ein bisschen was essen. Dann kommt auch ein bisschen was ans Fleisch vielleicht dran. Ja, an die Knochen ans Fleisch. Er pullt auch alles, ne? Er pullt echt alles. Zack. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. So. Ich brauche ein Ziel. Wir brauchen eigentlich. Nee, hier da vorne müssen wir auch noch mal. Ich habe kein Ziel. Auch noch mal was finden. Das ist da hinten. Da werden wir uns gleich mal hinkämpfen, wenn wir sowieso dahin müssen. Ein Knochen brauchen wir noch. Das kriegen wir von den zwei hier auf jeden Fall. Okay, ich danke. Ganz stark von aus, einer hat bestimmt einen Knochen an sich, den er uns geben könnte. So. Ja, aber was sagt ihr? Welches ist euer Lieblingsland? Nasia, wie heißt das andere? Ich weiß den ganzen Namen nicht. Zulana. Oh, wir kommen in eine Instanz. Die nehmen wir einfach mal direkt an, ne? Dann gucken wir mal, wo wir reinkommen. Die kennen wir noch nicht, ne? Die kennen wir noch nicht. Aber hier haben wir, glaube ich, eine Aufgabe. Das ist doch schön. Ich hoffe nicht, dass er ging jetzt wegen der Geisterwelt, wo wir reingegangen sind. Oh, es geht. Sehr schön. Genau, hier haben wir doch eine Aufgabe. Ich folge einfach mal dem hier. Der weiß schon, was er macht. So, ich kenne die Instanz nicht, wir folgen denen einfach mal und gucken, was passiert. So wie der reinläuft, kennt er sich ja schon aus und weiß genau, was er macht. Alles so zusammen, ja, ist okay. Machen wir auch immer. Zack. So. Ich glaube, das wird einfach ein schnelles Durchgerenne. Das ist sehr schön. Also nicht sehr schön, da wissen wir nicht wirklich, was hier so weitergeht, aber. Wir wissen nicht, wie es geht, aber wir sehen uns. Wir gucken einfach mal zu und gucken, was passiert. Ich habe kein Ziel. Okay, immer geradeaus. Alter, was steht denn da? So, gehen wir mal. Und dann hauen wir mal ein bisschen. Da kommt gleich der nächste Roboter raus. So, bam. Zack.
schon ein Boss? Nee. Der läuft ja auch einfach ruckzuck durch, ne? Egal, wir schießen einfach alles platt, was er angreift. Zack. Hier gerade einer mit Wasser abgeschossen. Hunter, ich hab's gesehen. Okay. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe kein Ziel. Ich weiß auch gar nicht, wo wir sind. Das ist doch das Rieseflöz. Was ist denn das eigentlich? Wo sind wir denn hier? Hm. Das Riesenflöz, was soll das sein? Komisch. Vielleicht könnt ihr es mir sagen, was ist das Riesenflöz? Aber wo sind wir hier eigentlich? Können wir hier ein zurück? Die Venture Company dankt euch für euer Vertrauen und wünscht euch viel Vergnügen mit eurer neuen Basis. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Da kämpfen wir hier gegen Goblins. Ich weiß nicht, wo wir hier sind. Auf jeden Fall ist das ein Boss. Systeme aktiv. Beginne Verprügelung. Verprügelung, alter Falter. Jetzt geht's aber ab hier. Spannung erhöht. Tötungsprotokolle autorisiert. Ich dachte, das wäre ein Fußball. Das war nicht ein... Ja doch, ist ein Fußball. Ist aber eine Bombe, ne? Stromspannung erhöht. Zack, jetzt jagen wir nochmal durch hier. Tötungsprotokolle autorisiert. Tötungsprotokolle, was ist denn los bei dir? Warum bist du denn so? Stromspannung erhöht. So, da ist gleich der erste Boss. Oder ist das der erste? Ja, gehe ich von aus von vieren. Besiegt. 18% noch. 15. Zack. Stromspannung erhöht. Tötungsprotokolle autorisiert. Ich brauche ein Ziel. Keiner getötet. Versagen. Minzausgabe blockiert. So, und weiter geht's. Er pullt einfach mal hier alles zusammen, ne? Ja, was war das denn? Sauber knapp hier, ne? Leute, ich muss mich mal kurz gerade konzentrieren. Ein bisschen, deswegen muss ich gerade kurz sehen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Okay, so macht man es, glaube ich, nicht. Wieder sehr schön. Er geht auch direkt weiter so, ne? Das Schöne ist, man braucht sich nicht drum kümmern wegen den Knorren, das geht ja automatisch aus. Das finde ich sehr schön. Und dass wir hier auch eine Aufgabe abschließen, das finde ich noch besser. Ich weiß gar nicht, wo wir die abgeben. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Da ist doch was zum Anvisieren. Töte es.
Ich habe kein Ziel. Mal schnell laufen, sonst kommen wir gar nicht mehr hinterher. Oh, wir sind ein Level up. Sehr schön. Und das noch bei Level 117. GZ. Zack. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ey, wenn man auch mal so viele holt, das ist echt krass. Ist ja klar, dass es nur drauf geschieße ist. Aber wo sind denn hier auch Orks und Goblins? Ich weiß nicht, was hier los ist. Und das Abtrünnige? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, das würde mich echt interessieren. Oh, geht's jetzt für Level 120. Ich brauche ein Ziel. Ist das ein Boss hier? Ja. Lassen wir die das mal machen. Ich weiß gar nicht, was die da machen. Ihr seid in meinem Reich nicht erwünscht. Okay, er markiert sie. Er zittert. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das Blut von Axelrod durchfließt euch! Ich habe kein Ziel. So, zack. Hätte man die nicht eigentlich vorher machen können? Weiß ich gar nicht. Das Blut ich brauche ein Ziel. Von Axelrod durchfließt euch! Ich habe kein Ziel. So, und jetzt bist du dran. Ach, der verliert, glaube ich, damit Leben an die Mobs. So, zack. Wie brauchen wir fürs nächste? 800, ja, hier können wir ja schon mal 100.000 gleich wieder. Das Blut von Axelrod. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Sehr schön. Müssen geheilt werden. Okay, jetzt geht ab die Fahrt. Das war aber lang. Boah, hier geht's aber auch wirklich ab. Ich brauche ein Ziel. Ja, ja. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Wo ich gerade in der Ratte verwandelt, habe ich das richtig gesehen. So, zack. So. Ich habe kein Ziel. Mensch, man sieht auch gar nicht, ob schon was tot ist. Das ist zu weit entfernt. Ich brauche ein Ziel. Zack, Multishot. So, Alter, das ist ein Gemetzel hier. Oh, der wascht relativ schnell durch, ne? Wir sind, glaube ich, gut dabei. Wir sind, glaube ich, gleich beim nächsten Bus. Ja,
Ich muss zuerst etwas anvisieren. Zack. Und schöne Erfahrungspunkte gibt es auch. Ich habe kein Ziel. So. Was ist denn los mit denen? Sind die so aufgeregt? Ich brauche ein Ziel. Okay, die schießt mit Azarit. Ich liebe den Geruch von Treibstoff am Morgen. Treibstoff am Morgen, den Geruch mag sie, okay. Ihr sucht Azarit? Hier habt ihr welches. Okay, so viel kann die nicht. Spucken und einen, ich habe kein Ziel. Einen bespucken und einen wegschießen. Und ich krieg schon wieder nichts, ich krieg auch nie was, ne? Schon zum letzten Boss hoch. Sehr schön. Wo drehe ich mich denn hin? So, jetzt der Große, der muss jetzt fallen. Ich brauche ein Ziel. Sehr schön, ist besiegt. Hier auch noch Menschen. Ist klar, er läuft hier bis nach oben durch. Bis nach oben läuft er wieder durch. Zack. Sehr schön. Haben wir den Großen. Mal besiegt, dann können wir schon mal auf den kleinen switchen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich weiß gar nicht, wo ich mich hier hinstellen kann. Ich brauche ein Ziel. Raus aus dem Kreis. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Müssten wir schon vorm letzten Boss stehen. Das ist sehr schön. Ich weiß gar nicht, wo wir die Aufgabe aufgehen. Ich glaube bei Bluthof. Na. Im Schrein. Ich wollte schon mal im Tempel. Ich habe kein Ziel. So. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe kein Ziel. War das nicht der mit den... Abmachung geplatzt war? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist er. Genau da gehört er hin. Genau jetzt. Besiegen wir dich. War doch der, mit dem die Abmachung geplatzt ist, oder der die Abmachung platzen ließ. Das glaube ich, das war der. Genau. Jetzt weiß ich es auch wieder. Ich glaube, das war der. Ja, der schießt das mal mit einem MG. Lust auf ein Großkaliber-Gemetzel? Sieht fast aus wie Schrotgewehr. So.
Geschafft. Ich brauche ein Ziel. Sehr schön. Ach so. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Jetzt haben wir es geschafft. Oh, geht's jetzt zu Level 120. So, haben wir. Auf Wiedersehen und tschüss. So, jetzt haben wir den Flöz auch abgeschlossen. Dann werden wir die Aufgabe jetzt auch noch schnell abschließen. So, und dann werden wir noch mal schnell Aufgabe abgeben. Und diesmal haben wir auch schon wieder Überlänge, ne? Aber ich würde sagen, wir geben in der nächsten Folge die Aufgabe ab und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Tschüss bei Bürgerim LP.